das Haus Göring. Im August 1933 reiste Ministerpräsident Hermann Göring zu einer Besprechung mit Hitler auf den Obersalzberg. In den folgenden Tagen besichtigte er ein Grundstück auf der östlichen Seite des Eckerbichels. In der Mitte des Bildes ist deutlich die heutige Abfahrtsstelle der Busse auf den Kehlstein zu erkennen. Dem künftigen Reichsmarschall und zweiten Staatsoberhaupt gefiel das Grundstück auf Anhieb. Im Oktober 1933 entwarf der Gmundner Architekt Alois Degano die Pläne zu Görings Landhaus. Einstöckig, mit umlaufendem Balkon und Holzvertäfelung, war es ganz im alpenländischen Stil gebaut. Der Grund seiner Zurückhaltung beim Bau des oberbayerischen Anwesens lag sicher darin, dass Göring das Verhältnis zu Hitler durch einen bombastischen Bau, wie etwa den Landsitz Karin Hall in der Schorfheide, keinesfalls belasten wollte. Görings Ansiedlung am Obersalzberg war nicht ohne Folgen. Einen riesigen Tross an Gefolgschaft zog sie mit sich. Fahrer, Bedienstete, Diener, Adjutanten, Fernmeldetechniker und Leibwächter. Alle mussten in unmittelbarer Nähe einquartiert werden. Am östlichen Fuße des Eckerbichels ließ Göring später gegen Ende 1937 noch ein weiteres Gebäude zur Unterbringung seines Stabes, nur etwa 100 Meter unterhalb seines Landhauses, bauen. In der Adjutantur Görings war, neben Sekretärinnen und Kripo-Beamten, auch der Luftwaffenadjutant General Karl Bodenschatz, hier rechts im Bild neben Pressechef Dr. Otto Dietrich zu sehen, untergebracht. ...1941 ließ Göring sein Haus durch einen Anbau erweitern, in dem das Hausverwalter-Ehepaar Zischke untergebracht war. Der Grund für den Umbau lag darin, dass Görings Ehefrau Emmy und Tochter Edda von Berlin auf den Obersalzberg zogen. Die Inneneinrichtung des oberbayerischen Landhauses war, abgesehen von den Privaträumen von Görings Frau, im ländlich-rustikalen Stil gehalten.